Hören, ja, wenn man sich bewährt als jemand, der wirklich einen Durchblick hat und normal mit Menschen redet, der ist nicht so wie die anderen, so wie ihr. Ja? Und der Punkt ist an der Stelle, das ist, was du nicht checkst, Dara. Ich sag dir, wo du sein wirst in einem halben Jahr. Alles klar. Du wirst in einem halben Jahr Would it dort make a sein, dass difference? du einfach Oh für Geld boy, would it make a difference? alles legitimieren wirst, was deine Bubble an Dünnschiss und Dummheit fabriziert und was sie einfach sich immer mehr, du wirst dich immer mehr einkapseln in die Bubble. Das ist, was du machst. Du hast schon angefangen, alle Menschen rauszubannen, die eine andere Meinung haben. Ja? Du früher. Und was ist passiert? Sella, du hast es vorhin schon beschrieben. Ich glaube, das können wir noch mal kurz aufgreifen. Also, Dara hat wirklich jeden Unsinn. Selbst als sich eine Shoyoka irgendwelche Belästigungsvorwürfe ausgedacht hat, hat er das verteidigt. Also Ja. wirklich das asozialste und dümmste Verhalten aus seiner eigenen Bubble hat er vorbehaltlos unterstützt, was erstmal, wie gesagt, aus diesem Lagerdenken erfolgt und eine gewisse Souveränität sich zu verschaffen und nicht gleich auf Anfeindungen aus anderen Lagern einzuknicken oder sich zu distanzieren, ist ja irgendwie grundsätzlich falsch. Aber wirklich jeden Fehltritt aus der eigenen Bubble konsequent zu verteidigen, selbst wenn alle es sehen und nicht mal leise interne Kritik zu üben, führt halt am Ende genau dahin, wie wir es gerade sehen. Irgendwann zerlegt sich die Bubble dann automatisch, Das weil sie haben aber auch, finde zurückdegeneriert ich. ist, weil da so solche Gestalten nach oben gekommen sind, dass die gar nicht mehr zusammenarbeiten können. Ja. Man sieht ja auch, wie sich die Bubble, die Woke Bubble jetzt auch wieder auseinanderspaltet, ne? Jetzt haben wir hier auf der einen Seite Shoyoka und Dave und so war und so Leute. Auf der anderen Seite hast du dann einen Dekadent und einen Dara. Und dann hast du wiederum einen Kircho und dem seine Leute, ne? Also man sieht auch, wie die sich selber gegenseitig abspalten voneinander. Es ist interessant zu sehen, auf jeden Fall, wie sich gegenseitig dann auch canceln, irgendwie in gewisser Weise. Ja. Ja, aber das ist nur eine logische Folge von ihrem Verhalten, ne? Wo die Rechten zum Beispiel Kompromisse finden, auch wenn man einen Grundkonsens hat, sag ich mal, das ist meistens. Und alle anderen Themen bauen halt darauf auf. Und wenn man sich da halt nicht einig ist, da ist viel Spielraum. Aber bei den Woken ist eben kein Ja, es Spielraum. gibt bei den Rechten einen Entweder bist du Grundkonsens. komplett mit denen d'accord. Es gibt bei den Rechten ja Genau. einen Grundkonsens, die Entweder bist du. AfD. Das haben die Woken ja Richtig, nicht. Die haben genau. ja keine Partei, auf die sie sich beziehen können. Die sind Genau. SPD, Grüne, Linke, so diffus. Und ja, und wie wir es ja gestern auch festgestellt haben, ne? Entweder gehst du komplett mit oder du bist halt ein Feind. Und deswegen spalten die sich auch ständig auf. Weil, ja, die übertrumpfen sich im Linkssein, obwohl für meine Begriffe das nicht links ist, aber egal. Ich muss mal ganz kurz auf Toilette, ich bin sofort wieder da, ja? Jo, ich reagiere so lang weiter. Ja, na klar. Warst du nicht so? Du hast früher mit Menschen Would geredet. it Ich kann make a mich erinnern, du und difference? ich hatten früher Oh boy, would it den make a Ansatz, dass wir difference? mit Rechten reden, weil wir die besseren Argumente haben. Weil wir ganz genau wussten, dass wenn wir mit ihnen reden, unsere Argumente 100-mal stärker sind als ihre, ja? Dass wir viel besser überzeugen können und dass wir viel mehr wissen als sie. Heute isolierst du dich. Heute isolierst du dich und flüchtest du dich. Ja? Heute hast du eine Community, die, wenn du mit deinem Holger reden willst, die einfach davon dir sagt, tu das nicht. Eine Community, die, wenn du mit mir reden willst, sagt, tu das nicht. Eine Community, die dir die ganze Zeit einfach sagt, du sollst dich isolieren und du gehst ihnen hinterher. Ja? Und du stehst Warum einfach, reden wir dann gerade miteinander? warte kurz, du stehst bei Ja, einem, anscheinend ist der Einfluss dann doch weil du nicht noch, so nein. stark. Da hatte mal Argumente, fragt gerade an einem Fett. Ja, Politopia dachte das zumindest damals. Aber und in wirtschaftlichen Bereichen, da muss ich jetzt mal was ganz Einschränkendes sagen, ist, glaube ich, das erste Mal in dieser Reaktion, dass ich nicht komplett schlechte Sachen über Dara sage. In wirtschaftlichen Bereichen, da scheint er ja sich zumindest die Grundlagen angelesen zu haben. Also Dara, Dekadent, Naitan, die scheinen ja wenigstens die absoluten Basics zu beherrschen. Also das ist ja das einzige Bereich, wo er im Gespräch mit Boris von Morgenstern nicht untergegangen ist und wo Boris von Morgenstern mal einige Sachen nicht wusste, wie beispielsweise, dass die EZB absichtlich Arbeitslosigkeit erzeugt. Also eigentlich absolutes Allgemeinwissen. Aber das wusste Boris von Morgenstern dann nicht. Aber sonst, ja, sonst hat Dara natürlich keine Argumente. Auf mich, oder? Nein, Dara, weil du noch nicht dort bist. Aber Nee, in einem pass halben auf, Jahr das bist ist du dort. In wieder. einem Und halben. deswegen sollten sich Linke auch meiner Meinung nach auf Wirtschaftspolitik beziehen. Denn da haben wir eindeutig die besseren Argumente. Also alles spricht dafür, wieder zurück zu einer sozialdemokratischen Wirtschaftspolitik zu kehren, wie wir sie schon mal hatten. Und nichts spricht dafür, den Neoliberalismus, so wie er gerade an der Macht ist, beizubehalten. Ja, wirst du Falsch mit und voll, niemandem. völlig Nein, übertrieben, was du du bist da noch nicht gerade dort. Du verbreitest. bist noch nicht dort, aber du wirst in einem halben Jahr dort sein, Dara.
Das ist mein Punkt. Du wirst in einem halben Jahr dort sein. Dass du einfach in deiner Bubble versenkt sein wirst. Weil mit irgendwelchen Rechtsextremen habe ich noch nie gequatscht. Das Ding war halt früher, da habe ich mir gedacht, okay, gut, vielleicht. Du hast mit Rainer Zittelmann geredet. Ein oder zwei Mal. Dara hat auch damals schon mal mit Boris von Morgenstern geredet. Also, Dara denkt sich hier irgendeinen Schwachsinn aus. Also, ich würde Boris von Morgenstern jetzt natürlich nicht als rechtsextrem bezeichnen, aber laut Dara sind ja 80-90% aller AfD-Wähler schon rechtsextrem. Also, ihr merkt, wie willkürlich Dara selbst diese Begriffe verwendet. Er legt sich alles so zurecht, wie er es gerade braucht. Ein bisschen wie Dara redet mit Erwin. Du hast mit Rainer Zittelmann geredet. Richtig, und ja. Ich habe ihm auch schon wieder geschrieben, findest ob er nochmal vorbeikommen möchte. Findest du nicht, dass das ein sehr weit rechts außenstehender Typ ist? Ja. Na gut. Ja, ich dachte, ich rede nicht mit denen. Ja, ja, ich sage ja, du wirst in einem halben Jahr wirst du mit niemandem mehr reden, außer nur mit deinem Grabenkampf-Freunden, die alle der gleichen Meinung sind. Ja, das ist der Punkt. Ja, aber tue ich anscheinend nicht. Jo, eh nicht, noch nicht. Ja, wir sehen uns in einem halben Jahr. Wie, noch nicht? Ja. Anscheinend, wann fange ich denn damit an? Na jetzt fängst du schon an, du hast schon angefangen, als du Holger abgesagt hast. Erwin, du. Warum habe ich Holger abgesägt? Warum habe ich Holger abgesägt? Ganz einfach, weil deine Community dir gesagt hat, dass mit ihm reden geht nicht. Okay, und jetzt versuch das mal mit Good Faith. Community. Jetzt versuch das mal mit Good Faith. Was wäre die Good Faith-Antwort? Die Good Faith-Antwort ist, dass du Angst hast um deine Einnahmen und deswegen nicht mit Holger geredet hast, weil du dann gekämpft. Jemand muss mal eine Dara-Zerstörungskompilation auf YouTube laden. Absolut, macht mehr linke Kanäle auf. Also ihr könnt auch Inhalte aus diesem Stream hier, also von meinem Zweitkanal oder meinem Erstkanal, Dinge klippen, die hochladen und gerne auch, wie ich hier auf Dara rede. Wärst von deiner Community. Also absolut, macht mehr linke Kanäle auf. Also auch Grenzgängerstudios, Wohlstand für alle, haben schon erlaubt, dass ihr deren Videos klippt und da Shorts draus macht. Beziehungsweise TikToks. Mach das. Also es gibt viele große linke Kanäle, die das schon explizit erlaubt haben. Wenn ihr irgendeinen linken Kanal noch findet, wo ihr euch nicht sicher seid, dann schreibt den doch einfach mal an, ob ihr da Shorts draus machen dürft. Deine Community hätte dir niemals erlaubt, mit ihm zu reden und wäre noch immer gut mit dir gewesen. Und hätte dich weiter gepusht, so wie die Pushs, die du sonst kriegst von dieser Community. Erwin. Das ist meine Meinung, du hast mich gefragt. Kann es sein, dass du unfassbar großes Misstrauen hast? Du, wir psychologisieren hier nichts. Ich habe dir gesagt, wir bleiben bei den Inhalten. Du hast mich nach meiner Einschätzung gefragt. Also, ihr wisst, was gerade eben passiert ist. Dara hat gesagt, ja, Erwin wird vielleicht im Holocaust leugnen. Erwin hat eine total rechte Community. Nazi gesorgt, hat er alles gesagt. Aber Erwin ist jetzt der Misstrauen hat. Also alle Leute, die irgendwie in einer leicht anderen Meinung sind als rechtsextremen Nazis oder sonst was zu bezeichnen, das ist ganz normal. Aber jetzt einfach mal diese Einschränkung des Meinungskorridors in Worken-Communities kritisch zu hinterfragen, das ist total komisches Misstrauen.